Was zum Teufel ist da los? Jetzt nichts mehr, auf jeden Fall. So, die Shotgun, die Schrotflinte können jetzt dann eventuell irgendwann mal verbessern, wenn wir halt die anderen beiden Teile noch entdecken. Immer noch weiter runter. Man hätte jetzt hier auch in einen Sprengpfeil nutzen können, einen Feuerpfeil. Wenn wir schon haben. Dann, beziehungsweise Feuerpfeil nicht, darauf schießen. Und dann explodiert alles. Feuerpfeil, glaube ich, kriegen wir. Kriegen wir einen Feuerpfeil hier? Ich weiß es gar nicht. Oder war er auf einen anderen? So. Auch hier hat man natürlich die Möglichkeit, wieder die. Manche Sachen halt zu umgehen. Das nutzen wir jetzt auch einfach mal ganz entspannt aus, dass wir da nicht wieder irgendwie in irgendein Feuergefecht reingehen. Den schalten wir von oben aus und fertig. Okay, eigentlich. Eigentlich habe ich den geschubst, aber irgendwie. Ja. Hat er das nicht so gesehen? Hat er das jetzt wirklich anders gesehen, die. Menschliche Fackel da. Okay, der. Dem ist, tot? Ist auf jeden Fall nicht kalt, das ist doch schon mal positiv. Ja. Ich weiß auch gar nicht. Wie weit wir jetzt schon in der Story sind, hat sich 27%. Ich muss rüber. Oh. Hat der Dingens angezeigt? Der Spielstand? Ja. Und natürlich dürfen wir uns wieder hier einmal begnügen. Und natürlich müssen wir auch mal den ein oder anderen Propeller ausweichen. Nicht, dass der uns irgendwie zerschnetzelt. Gut, ich werde halt von einer Stange aufgepiekst. Warum auch nicht? So. Zack. Da wir jetzt ja die Shotgun haben. Müssen wir da halt auch ein bisschen aufpassen, wohin wir halt fliegen. Beziehungsweise wohin wir halt rutschen. Dass wir uns halt auf den Weg halt freischießen. Alles geht natürlich jetzt auch nicht. Nicht bewegen. Schlechte Idee. So, und dafür hat sie dann Zeit. Ja. So, erster Fallschirm RIP. Und dann gibt es ja immer noch bei den Fallschirmen immer noch einen Reservefallschirm. Den Sicherheitsfallschirm. Genau. Und das ist gerade so die Szene, die ich im Kopf hatte. Wann die kommt? Die kommt eigentlich, glaube ungefähr Mitte des Spiels, wenn ich mich nicht komplett irre. Muss Schmerzen in der Magen geben. Oh ja. Also was nicht verdaut war, ist jetzt bestimmt verdaut. Ja, ist auf jeden Fall ein Brei jetzt. Das da oben müsste nämlich der erste Tempel sein oder der Tempel sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Also die Lara hat schon ordentlich. Ich weiß nicht, gebrochenes Fußgelenk und überhaupt sowieso. Aber das Bäuchlein, das tut jetzt weh. Ja gut. Erst Moment schon, ja. Vielleicht sind Vorräte an Bord. So, müssen wir uns jetzt natürlich hier wieder ein bisschen durchschlängeln. Der Gestank. Wir müssen weiter suchen. Okay, nehmen wir uns den Chopper an. Vor allem, wie kommt hier so ein Skelett hin? Man weiß es nicht.
Vielleicht hattest du die gleiche Mission gehabt wie du? Ja. Der dachte sich, Whirlpool ist angesagt da unten. Hm. Und damit er nicht wegtreibt, falls er einpennt, hat er sich festgebunden. Okay, darum wird sich schon wieder geprügelt. Mit einem echt bösen Ausgang. Jo. Gott. Da, so liege ich abends im Bett, ne? Ja. Wenn mal wieder alles wehtut. Er ist ein harter Hund, aber er kommt nicht rein. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Ich verstehe es nicht. Warum lässt Vater Matthias sie am Leben? Wegen des Mädchens. Wir wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Verdammt. Ich hoffe, sie ist die eine. Wir haben so lange gewartet. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Wie war das Lied? Die eine oder keine? Die Firma 2006? Oh Gott, keine Ahnung, da bin ich raus. Das stimmt, da warst du ja mal gerade erst. Da war ich erst 6. Oder 7. 7 wahrscheinlich. Und wie du es nehmen wirst. Da war man ja mir gefühlt immer noch frisch geschlüpft. Wieso brauchst du... Oh. Okay, mit dem Typen habe ich da oben jetzt nicht überhaupt nicht gerechnet. Der aber mit dir. Ja. Also er hat gut was ausgehalten, ja. Ne? Wenn du dir bedenkst, wie viele Kugeln sie da durchsiebt haben. Bist du da durch? Ach, jetzt ist er weg, oder was? Das war so ein Secret. Ja. Und ja, dieses verschwommene Bild und alles, das muss so. Da ist kein Grafikfehler oder Spielfehler oder sonst irgendwas. Lara... Rüppelt, sag ich jetzt mal, hier ja so ein bisschen umher. Ist halt schon... Aber man muss halt schon sagen, die ist echt hart im Nehmen, ne? Was okay, die jetzt schon... ist verdammt hart im Nehmen, was die da... Fuß in der Bärenfalle hier, ja. Und so und überhaupt. Und trotzdem hüpft sie noch hier rum wie ein junges Reh. Und dann halt noch diese Reflexe. Also, ich steuere es aber, wenn man es jetzt mal so original betrachten würde, mit halt Zielgenauigkeit, alles drum und dran. Das wird ekelhaft. Aua. Hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth.
Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Was ich ja faszinierend finde bei diesen Feuerpfeilen, ist, dass sie tatsächlich immer weiter brennen. Mhm. Auch wenn die mit einer ersten Geschwindigkeit fliegen. Ja, bumm. So, ja. Auch hier wieder so ein kleines Feuerpfeil-Tutorial zum Anfang halt wie gewesen. Mit Slow-Mo und alles drum und dran, mit T-Hack, da kannst du drauf schießen. Ja, durch die Feuerpfeile haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, ja, ich sag mal, noch ein paar andere Elemente halt nutzen zu können. Nein. Mein Gott. So. Also sie hält schon hier echt gut was aus. Das muss man einfach mal lassen. Wir müssen aber unsere Deckung mal weiter weg. Beziehungsweise mal umändern. Ja. Kamen hier doch Feuerpfeile vor. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich die hier schon bekomme oder halt erst im nächsten Teil. Ja, da muss man mal sagen, Vorteil, dass du mit Tastatur spielst, ne? Ja. Also ich würde mit diesem kleinen Punkt da nicht mit dem Controller aimen wollen, ohne Aim Assisten. Ja. Vor allem, da kannst du, auch wenn ich es jetzt gerade nicht so hinkriege, gut, jetzt schon, halt super auch im Laufen die Leute halt mitnehmen. Aim-technisch ist halt, abgesehen du hast Modern Call of Duty Modern Warfare 2, wo halt der Aim-Assist so hart reinkickt, dass es ein Aimbot ist. Ja, dass du eigentlich schon schlecht dran bist, wenn du den nicht hast. Ansonsten ist aim-technisch Maustastatur immer noch das Beste, was du wirklich haben kannst. So, kurz ein, genau. Was? Rang 2 abgehärtet, okay. Ja gut. Verbessert das Bergen. An sich brauchen wir so eine Sachen gar nicht. Pfeile wiederfinden. Weil hier bräuchten wir halt Rang 2 abgehärtet. Werfen sie. Brauchen wir. Eigentlich brauchen wir nicht. Rein theoretisch. Der ist halt echt gut. Und die beiden habe ich hier gemeistert. Meistern sie drei weitere Fähigkeiten, um Rang 2 zu. Ja, das heißt, ich muss sie halt mal machen. Ja, komm, dann machen wir hier halt ein bisschen was. Bewegungsgut, nehmen wir das nochmal mit. Zusätzliches Bewegungsgut, meistern wir das nochmal. Halt schwer zu finden, nee. Machen wir den nochmal. So. Und jetzt haben wir halt auch dann die Möglichkeit, neue Sachen zu machen. Neue Fähigkeitsreihenfolge frei. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken sie F in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Jetzt können wir halt auch die nächsten Sachen halt machen. So. Ja, ich weiß, ich habe über 500 Währungsgut. Brauche ich aber ehrlich gesagt gerade noch nicht. Wir sparen nochmal ein bisschen. Um da vielleicht nochmal die ein oder andere Sache ein bisschen mehr abzugraden, als jetzt einen Teil abzugraden und beim nächsten Mal noch eins und noch eins. Das nenne ich aber einen beherzten Griff, den sie da hat bei den Leichen, ne? Ja. Einmal zack reinfassen und gut ist. Ja. Aber vorher bei den Piloten sich so ein bisschen zieren. Aber ja, das, was sie da mit dem Pfeil, mit der Pfeilspitze gemacht hat, war schon hart. Sich halt die Wunde zugebrannt, dass er ah, halt... Ah ja, das... Nee, das bräuchte ich jetzt nicht. Also ja, ne? Musst du ja machen, sonst blutest du immer weiter, aber boah. Ja, nicht nur irgendwann... Gut,